bitte stellen Sie ihn vor. Hallo, mein Name ist Andreas Bodenbauer. Ich bin der neue Repräsentant des Freistaates Bayern hier in Moskau. Was hat Sie nach Moskau geführt? Das ist eine längere Geschichte. Der Freistaat Bayern hat einen neuen Repräsentanten für die Russische Föderation gesucht und dies intern ausgeschrieben. Ich war zuvor im Finanzministerium tätig und habe dort über diese Ausschreibung erfahren. Zu dieser Zeit, als diese Ausschreibung gelaufen ist, sozusagen, war ich noch in Kiew tätig und ich habe dann über Freunde davon erfahren und das hat sich für mich einfach interessant angehört. Okay, ich war jetzt in Kiew tätig, ich will jetzt einfach sehen, wie ist das in Russland? Wie entwickelt sich die Zusammenarbeit hier zwischen Bayern und Russland und habe mich deswegen auf diese Stelle beworben. Ich habe an drei Universitäten studiert. Ich war zuerst in der staatlichen Universität, die die Steuerprüfer ausbildet, also in der Steuerverwaltung tätig. Dann habe ich, als ich in Nürnberg gearbeitet habe, nebenbei an der Nürnberger Universität, Friedrich-Erlangen-Universität, studiert. Und zwar in Richtung Wirtschaft und auch Steuerrecht, Wirtschaftssteuerrecht. Und noch einen Masterabschluss in Luxemburg in europäischem und internationalem Steuerrecht absolviert. Also das ist so mein Hintergrund und ich war im Finanzamt und im Finanzministerium tätig. Genau, das ist so der Hintergrund praktisch meiner Ausbildung. Ich habe die russische Sprache gelernt, als ich in Kiew gearbeitet habe. Das war von 2016 bis 2018 für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und dort habe ich erstmals angefangen, Russisch zu lernen. Ich wollte es schon länger lernen, habe es allerdings in Deutschland nie geschafft anzufangen. Und erst als ich dann in einem russischsprachigen Land sozusagen arbeiten konnte, habe ich dann die Möglichkeit gehabt, Russisch im täglichen Leben sozusagen zu verwenden. Das ist sehr interessant, eine sehr interessante Frage. Und zwar, wenn man das erste Mal, also ich weiß noch, als ich nach Kiew gekommen bin, war das erste Mal so, ich habe mir gedacht, das ist alles sehr langweilig, eintönig, ein bisschen grau. Das war so meine erste Vorstellung von der Stadt. Das hat sich als nicht richtig herausgestellt, sondern also gerade im Sommer ist es einfach eine normale Großstadt, in der man alles machen kann. Und diese Vorurteile, die existieren, von deutscher Seite gegenüber Russland oder der Ukraine, die Vorurteile, die existieren, ja, das ist alles ein bisschen heruntergekommen, das denken viele, die stimmen nicht. Also das ist so meine Erfahrung, zu sagen, nein, das stimmt nicht, sondern die Länder, gerade Moskau, ist ja eine sehr moderne Stadt und deutlich moderner als in manchen Bereichen auch als in Deutschland zum Beispiel, wenn man an die digitalen Möglichkeiten denkt. Bezahlen per Handy zum Beispiel oder per Kreditkarte. Das ist deutlich weiter, als es in Deutschland zum Beispiel. Das heißt, der erste Eindruck ist deutlich positiver, als man sich das vorstellt. Als Repräsentant des Freistaates Bayern, also wir sind eine Wirtschaftsrepräsentanz, das heißt, wir unterstützen und fördern die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Bayern und Russland. Das heißt, wir unterstützen bayerische Unternehmen hier dabei, ihr Unternehmen Geschäftskontakte zu finden, Kontakte zu den staatlichen Behörden zu knüpfen. Und umgekehrt unterstützen wir auch die russischen Unternehmen, die gerne nach Bayern expandieren wollen und hier Investitionen ins Auge fassen. Trotz aller politischen Probleme, die natürlich existieren, über die wir alle Bescheid wissen, ist es auf wirtschaftlicher Ebene, muss man sagen, wir haben sehr gute Beziehungen zwischen Bayern und Russland. Und gerade bayerische Unternehmen investieren hier in Russland und interessieren sich auch für diese Beziehungen, die über lange Jahre gewachsen sind. Also eindeutig positiv von beiden Seiten. Also die bayerischen Unternehmen sind offen und wollen hier Geschäft tätigen und die russischen Unternehmen und die russischen Kunden sind auch sehr offen und interessieren sich für die bayerischen Produkte, für die bayerische Kultur im Generellen. Es gibt weltweit auf Bayern 29 Wirtschaftsvertretungen, 29. Das sind nicht nur 29 Länder, in einigen Ländern haben wir zwei Vertretungen, zum Beispiel in China.
aber aktuell, also das Netz ist breit gestreut sozusagen, und in Russland sind wir seit 1995 bereits tätig. Also Bayern hat auch eine offizielle Partnerschaft mit der Stadt Moskau. Unser Fall ist wirklich, wir unterstützen beide Seiten. Die russischen Unternehmen, die nach Bayern wollen, die bayerischen Unternehmen, die hier vor Ort sind. In den 3 Monaten, in denen ich hier bin, ist es auf jeden Fall so, dass ich auf der Arbeitsebene sehr viele Kollegen und Freunde kennengelernt habe, mit denen ich regelmäßig zu tun habe. Also ob das jetzt im Büro ist oder ob das Geschäftspartner sind, bayerische Unternehmen oder russische Unternehmen, die auf uns zugekommen sind. Also gerade als Repräsentant ist ja eine der wichtigsten Aufgaben die Netzwerkbildung. Möglichst viele Kontakte, möglichst viele Geschäftspartner, um hier entsprechend vermitteln zu können zwischen den Unternehmen. Also ja, und das ist so viel Freizeit oder nicht besonders? Also aktuell, es wird immer weniger Freizeit, muss man sagen, je länger man hier ist, weil man aufgrund der hohen Anzahl an Veranstaltungen, an denen man teilnimmt, um Personen kennenzulernen, und aufgrund der zunehmenden Anzahl an Treffen schon weniger Zeit für die Familie sozusagen. Es ist eine sehr spannende Arbeit. Natürlich ist es umfangreich, aber es ist, gerade weil man wirklich am Puls der Zeit ist, man merkt, wie Wirtschaft funktioniert, wie Unternehmen zusammenarbeiten, wie dadurch Mehrwert entsteht und wie Völkerfreundschaft aufgebaut wird, wie dieser Austausch zwischen Menschen und zwischen Staaten, zwischen Kulturen sozusagen vonstande kommt, das sieht man täglich. Und das ist sehr spannend. Also gerade in der aktuellen Situation, in der viele sagen, oh, es ist sehr schwierig, zu sehen, wie positiv die Menschen auf der persönlichen Ebene zusammenarbeiten, ohne irgendwelche Vorurteile, ohne irgendwelche Probleme. Das ist wirklich spannend. Auf jeden Fall. Also es war eine gute Entscheidung, hierher zu kommen. Und mir gefällt sowohl die Arbeit als auch die Stadt sehr gut. Und ich freue mich auf die nächsten 3 Jahre, in denen es so ist, bisher ausgelegt ist, auf 3 Jahre. Also gibt es einige witzige Situationen oder in Ihrer Arbeit oder im Leben in Russland? Witzige Situationen eigentlich nicht, muss ich sagen. Also natürlich gibt es grundsätzlich, also es gibt nichts, was mich jetzt wirklich überrascht, ich sage mal so. Es sind keine großen Überraschungen bisher vorgekommen. Aber ich bin auch erst 3 Monate hier, das kann sich ändern. Aber was haben Sie erwartet von Russland in diesem Fall? Ich sage so, dadurch, dass ich schon Freunde auch hatte, die in Russland gelebt haben und so weiter, konnte ich das schon einschätzen. Auch als ich zuvor in Kiew war, ich habe es ein bisschen ähnlich, moderner. Klar, Moskau ist moderner als es Kiew, aber so von der Art und Weise, von die Lebenseinstellung etc. muss ich sagen, ja, das ist sehr ähnlich. Und deswegen gab es keinen Kulturschock sozusagen. Es ist so, dass unser Büro in Moskau ist und das wird auch in Moskau bleiben. Okay. Allerdings gibt es natürlich schon regelmäßig Veranstaltungen in anderen Städten. Also, und auch St. Petersburg steht auf der Liste der Städte, die ich besuchen werde im Rahmen einer Dienstreise, um dort mit dem bayerischen Unternehmen zu sprechen, mit der AHK, mit der Außenhandelskammer, mit der Deutschen, die dort vor Ort ist, und eben einfach mir auch einen Eindruck zu machen von St. Petersburg und von den dortigen Unternehmen. Was sagen Ihre Eltern und Freunde, die in Bayern leben, über Ihre Arbeit? Ja, ist das natürlich sehr interessant. Die sind es mittlerweile schon gewohnt, dass ich gerne mal im Ausland unterwegs bin. Natürlich, aufgrund der Vorurteile, die existieren, ist es schon so, dass sie erstmal ein bisschen geschockt waren. Also insbesondere als es nach Kiew ging, war erstmal der Schock ein bisschen da, so, oh, wie kann man nur. Als ich jetzt nach Moskau gegangen bin, war es in Ordnung, einfach weil meine Eltern sind es schon gewohnt, die sagen da nicht viel, die finden es in Ordnung, das ist mein Leben und ich kann entscheiden, ja, wie ich es leben möchte sozusagen. Meine Großeltern waren schon ein bisschen abgeneigt, so, ach, warum musst du jetzt nach Moskau gehen, bleib doch in Bayern, das wäre doch viel schöner und viel einfacher.
meine Freunde wiederum finden das super. Also meine Freunde, ich habe schon so viele Anfragen, ich will dich unbedingt besuchen, ich will Moskau sehen und wann können wir vorbeikommen und so. Also die sind da Feuer und Flamme, auch dafür, dass ich hierher gegangen bin. Ich sage so, meine Zukunft sehe ich darin, dass wir den bayerischen und den russischen Unternehmen noch stärker die Verknüpfungen, die bereits existieren, stärken und eben dadurch einen Teil dazu beitragen können, um diese politisch schwierigen Beziehungen zu entspannen. Das heißt, wenn wir auf der wirtschaftlichen Ebene in der Zukunft, in den nächsten 3 Jahren, die Kontakte verstärken und die wirtschaftliche Zusammenarbeit vertiefen, dann tragen wir auch dazu bei, dass sich mittelfristig auf der politischen Ebene auch etwas tun muss, sich die Kontakte verbessern. Das heißt, in Zukunft gehe ich davon aus, dass sich die wirtschaftlichen Kontakte intensivieren und verstärken und sich dadurch auch das politische Klima wieder entspannt. Also das ist nur meine Erwartung und auch meine Hoffnung. Also danke schön für die Interview, Iran, das waren sehr interessant. Also, gut, aber nicht. Gerne, sehr gerne.